So. Ist ja auch nicht so weit weg. So, ich mache mal noch ein bisschen Holz. Ach, er lungert tatsächlich noch herum, wa? Was, Abby? Mhm. Aber diesmal habe ich volle Lebensenergie. Ja, nicht mehr infiziert. Der wird bloß einmal getroffen. Also manchmal ist es mal, ne, mit ihm. Ja. Verdammt, eingeschmiedetes Eisen fehlt mir, ne? Athletik jetzt auf Stufe 16. Okay. So, ich nehme mal gleich ein bisschen mehr mit, dann stelle ich einmal Jagdmesser her, damit wir endlich mal an die Knochen kommen und dann mal ein paar Messer herstellen können oder was hier, ne? Munition habe ich auch schon wieder gefunden. Bisschen was zu essen. Oh, hat Erwin alles mitgeschleppt, ne? Ja, wahrscheinlich. Ach Gott, wie war das jetzt mit Was da? denn? Mit den Pfeilsorten für den Bogen, aber ich habe es gerade rausgekriegt. Ich weiß auch nicht, warum meine hier schon wieder so schwitzt. Schön, da können wir durchschießen. Ja, das ist halt richtig. Das ist kein Zaun, sondern diese Eisenstange. Das ist sehr gut. Sehr gut. So, und wo ist Erwin jetzt? Den hatte ich doch hier. Da. Okay. Ich habe die ersten paar Knochen. Schön. Was
denn hier los? Ja, komm mal hier, kriegst gleich. Ja, Krawumps. So, ich hab noch ein Dingschen. Komm mal her. So, ich bin zwar immer noch infiziert, aber das ist nicht so schlimm. So. Ich glaube, ich schicke die Troller mal kurz in den Pool. Wieso? Achso, sie schwitzt schon wieder. Naja. Okay. Ja, mach ruhig. Oh ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Magst du vielleicht zu mir kommen? Hast du Bock drauf, im Buchladen mal durchzugucken? Ja, ich bin unterwegs. Ich muss nur mal ganz kurz aus dem Pool raus. Einen Moment. Aber hier draußen sind schon wieder ungebetene Besucher. Das denke ich mir, dass sie da sind. Muss ich ganz neugieriger gewesen sein, du. Ist Erwin unterwegs? Mhm. Zweimal zwei Erwinse. Oh, Karl ist auch und noch ein Erwin. Ja, okay. Hast du schon ein Fenster aufgeschlagen? Mhm. Links neben den Eingangstüren. Hm. Papier natürlich. Ich habe ein Moped-Körbchen mit 503. Oh. Stehen doch bestimmt hier eine Tür an, oder? An beiden ja, Türen. Ja, davon gehe ich mal aus, ja. Immer diese Vandalen. Raudis. Oh, oh, die haben die Tür auf. Also aufpassen, die haben die Tür. Die kommt zu dir. Oh, Gott, nein. Oh, nein. Nein. Oh, 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 Erwin. Ich bin tot. Ich komme gleich wieder mit meiner Tasche, meine Tasche holen. Oh ne, das ist mir zu viel. Infiziert, Herzinfarkt. keine Medizin dabei. Ich muss, die ist zu Hause im Schrank. Ich muss sowieso zu uns zurück und was ablegen. Mein Inventar ist ziemlich gut befüllt. ...15, 14, 13, 12, 11, 10... Och, der Counter läuft schon. Ja, okay. Ich ja, kann nicht mehr laufen. Verenden. 2, 1 und BAM! 2, 1, Risiko! Aber, ja! Dark, Green, Dark! Schön.
Wir müssen unbedingt in den Waffenladen. Mir reicht das langsam hier. Wird noch nicht so viel bringen, glaube ich. Waffenherstellung. Das spielt ja keine muss, Rolle. Muss na, aufmachen muss ich. Ich geh mal meinen Rucksack so holen. Ja, werde ich auch. Den werde ich herbringen. Alles rinnt in die Kisten und wieder los. Die Erwinze. Na, ey, das waren aber. Und Karl auch noch. War eine ganze Menge, du. So, ich bringe das Zeug erstmal zurück. Ich war ja schon fast zu Hause, ne, hier. Und dann bist du kurz vor die Tür verreckt. Na, hinten, den Pool konnte ich schon fast sehen, weißt du, den habe ich schon gerochen. Also Karl ist immer noch drinnen zugange. Knete Hallo, war auch dabei. Karl, verschwinde. Ich will mein Köfferchen haben. Warte mal, machen wir so. Ach so, Erwin hat sich festgebackt. Da haben wir auch noch nichts. Oh nein! Bist du schon wieder kurz vorm Verenden, oder? Ja, ich fliehe jetzt. Ich fliehe jetzt. Okay. Oh. Ich konnte gerade noch so meinen Rucksack holen. Hinter sich. Oh. Ihm ist was kaputt gegangen. Ich muss mich noch ganz kurz heilen. Und es war nicht die Hose. Was ist ihm denn kaputt gegangen? Der Kopf. Karl, hier bin ich. So, das Rezept für den Erdbohrer habe ich schon mal gelernt. Den Rest teilen wir dann auf. Was? Hast du denn alles durchgelootet da? Nein, noch nicht. Ich musste nur noch mal kurz nach Hause mich heilen, sonst hätten die mich doch, sonst bringen die mich doch um. Ach so, okay. Ich komme jetzt wieder zurück. Okay. Wollen wir denn zusammen rein? Ja, ich bin nur auf dem Rückweg, warte. Da bist du ja. Ich sehe dich da schon laufen. Ja, ich gehe da erstmal in die Nähe, weil draußen wird da noch ein bisschen was rumlungern. Ich sehe schon einen Erwin da. Die sind alle drinnen hinterm Tresen. Ich habe mich extra hinterm Tresen versteckt, weil ich dachte, da bin ich safe, ja, von wegen. Oh ja, ich sehe schon hier. Aber zwei Erwin sind draußen, die haben ein bisschen was kaputt gemacht, du. Die kaputten. Ja, ich weiß, bei der Tür haben die irgendwie was rausgeschlagen. Der eine springt hier gerade oder nicht mehr. Erwin, du dämlicher Hund, du. Oh Gott, Erwin hat aber auch einen Wumms, ey. Okay, der eine ist blank. Oh ja, schön. Weiter.
ist er jetzt endlich mal lang? Meine Güte. Ja. Ich weiß aber nicht, ob Karl noch drin ist. Honey, oh, du bist schon drin, ne? Ja, was denn? Ich werde mal noch mal kurz was machen. Hey. So. Ich habe hier was für dich, komm mal her. Bitteschön. Oh, wie wundervoll. Ein Knochenmesser. Sehr schön. Können wir Erwin verstümmeln? Du, teilweise habe ich das ja nur mit dem Messer schon gemacht. Weißt du? Naja, wenn du das, wenn du das ein bisschen benutzt hast, ne, dann irgendwelche Sachen geskillt hast dazu. Was ist das noch für eine Tür? Ach, hier ist ein Büro. So, die Tür ist gleich kaputt. Dann mal gucken, was wir hier Schönes haben. So. So, im Bad war ich schon. Oh, hier haben wir Ledercouch. Die brauchen die doch hier nicht, oder? Nö, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Erwin sich da hinsetzt und ein Buch liest. Die anderen Schränke hast du schon abgefrühstückt, ja? Ja. War wieder ein bisschen Bier und Glas und sowas alles drin. Im Bad war ich auch. Die sanitären Anlagen habe ich auch durchsucht da. So, da waren wir ja hier auch schon drin. Auch nett. Ja, würde ich sagen, Zeug wieder nach Hause bringen, wa? Ja. 32 mal Leder war auch gut. Oha, ja, das ist gut. Ja. Können wir noch, noch eine Schmiede basteln dann bald? Ja. Müssten wir bloß noch hinterherkommen, das richtige Zeug zu kriegen. Ne? Also das Roheisen ist schon eine gute Sache. So.
Okay. So, das zerlege ich mal. Hier haben wir dann gleich Stoff. So, Gammel-Sandwich. Sehr schön. Es gibt ja nichts, was man nicht gebrauchen kann hier in dem Spiel, ne? Naja, außer die Schneebären. Ja, also ein paar Sachen erschließen sich mir auch nicht wirklich. Also die Schmerzmittel kann man vielleicht benutzen, wenn man sich das Bein gebrochen hat, abbinden, weißt du, das Schmerzmittel rein und dann kannst du doch ein paar Meter laufen oder was. Aber habe ich jetzt so noch nicht ausprobiert. Nee, ich auch nicht, also. Ich wüsste auch nicht, was die bringen sollten. So, ich habe noch Pilzsporen gefunden. Das ist sehr schön. Ich hatte nämlich auch da schon welche reingepackt in die Kiste. So, Plünderung. Okay, da ist nichts mehr, da ist nichts mehr. So, ist die eine Kiste hier schon auf? Nee. So, dann haben wir noch ein bisschen Geld und ich habe auch schon wieder das olle Papier. Ja, Papier findest du immer. Ja, oder? So, das Eisen nehme ich nochmal gleich raus, das werde ich nachher noch brauchen. Hast du Bock auf einen Waffenladen? Warte, dann lass mich erst noch schnell das Zeug wegbringen. Sonst ist mein Inventar ja wieder so schnell voll. Ja, schon mal die Tür ein bisschen vorbereiten. Ich glaube, hier sind Gegner drinne. Eier auf Tasche. Seit wann? Ja, das willst du gerne wissen, wa? Tja, manche von Geburt an, ne? Ja. So. Der Waffenladen. Ich bin unterwegs. Gut, eine Apotheke haben wir nicht, aber da in diesem komischen Camp oder was das da ist, diesem Tor, da sind auch ein paar Regale mit, wo du Medikamente holen kannst. Stimmt. Schon. Okay, da sind nur noch 10 drauf. Hallo Huldi. Das war's mit Huldi. Was, Einschlag?
Ach nee, sie steht noch mal auf. Ja, hol die, das wusste ich nicht. Jetzt aber. Okay. Die hat auch nichts dabei, die dämliche Kuh. So, was haben wir hier? Hier haben wir Wasser. Papier. Ja. Das ist auch wichtig, Wasser und Papier. Und ein Bauplan für einen Raketenwerfer. Das ist dann zum Po abwischen. Wir können ja eine Kiste machen und ich mache da ein Schild, da steht ein Klopapier drauf und da kommt dann das Papier rein. Ich weiß nicht, kann man da was anderes machen, mitmachen als Schrotmunition? Nicht, dass ich jetzt was auf dem Schirm hätte, keine Ahnung. Okay. Überlege ich gerade mal, konnte man da noch was anderes machen? Man kann doch Rezepte sehen. Donnerbüchsenmunition, mehr nicht. Das ist auch doll. Okay. Wunderbar. Okay, dann nehme ich mal die Kiste hier. Genau. Okay, ich habe einen Waffenteil gekriegt. Okay. Waffenteile. Ja, das hier. Leerer Aktenschrank. Boah, das dauert ja noch. Ja, nee, darum, das lasse ich auch erstmal noch. Also. Okay. Schon alleine diese Hartmetalltür, ne? Die haben schon eine Weile gedauert. Was ich auch gekriegt hast. Ich glaube, ich habe Katzenfutter gefunden. Oder Thunfisch. Naja, Thunfisch esst ihr auch, oder nicht? Naja. Davon gehe ich mal aus. Ich kenne mich da so mit Katzen nicht so aus. Das, okay. Oh, ich habe eine Knarre gefunden. Oh. Und was für eine? Ja, eine Pistole mit 100 irgendwas. Okay. 132. Im Klo. Bank. Und Knete. Und Knete. Ja. MP-Teil, Pistolenlauf, Magnumrahmen. Also ein paar Waffenteile sind schon dabei. Ja, ich habe einen Schrotflintenlauf, einen kurzen. Was habe ich hier noch? Schrotflintenschaft. So, haben wir hier noch ein paar Läden? Nee, ne? Das war eigentlich, ne? Ich habe einen Hirsch auf eurer Veranda erwischt. Echt jetzt? Ja. Ich habe jetzt Fleisch und Tierhaut und Fett. Aber der Rest vom Körper ist irgendwie verschwunden. Ich
weiß nicht. Naja, vielleicht war ihm nicht mehr so gut. Du hast ihn erlöst, er wollte das. Ja, auf jeden Fall. So, wollen wir mal wieder zu unserer Behausung. Was sagt die Time? Ja, wir werden ja gleich Feierabend machen. Ja, für mich wird auch langsam Zeit, ich muss auch wieder früh raus. Ah, das war richtig. Alles ja. Aber zumindest bin ich zufrieden damit, dass wir jetzt hier diese Map gefunden haben, also diesen Ort hier. Wir haben soweit alles da, was wir brauchen. Ich meine, bei Chemis gibt es sowieso bloß diese komischen Dosen, die wir nachher sowieso nicht mehr gebraucht haben. Ja, am Anfang werden wir das noch nutzen müssen, weil wir ja nichts anderes haben, aber später wird das alles ein bisschen anders laufen. Ja, das ist richtig. Ja, und von daher, ich leg mal die Waffe erstmal hier rein. Dass wir dann wieder wegen der Teile dann gucken. Dass wir die dann umbauen. Genau. Nur bessere Munition Teile einsetzen. Munition habe ich auch noch ein bisschen. Jo. Den Ledermantel werde ich mal zerlegen. Ja, ich bin hier gerade noch in einem Haus drin. Ach, Hundefutter habe ich gefunden. Hundefutter? Hm. Naja, so ein bisschen schappi, ne? Mach ich mal so, dann habe ich mir das mal markiert. Für morgen. Habe ich die. Die Kacke habe ich ja. Oder die Kniete. Die habe ich ja einfach so wahllos in irgendeine Kiste geschmissen, glaube ich, ne? Ja, das weiß ich nicht mehr so genau. Naja, doch, habe ich. Weil wir draußen für den Garten da noch keine Kiste haben. Aber da wir aktuell ja sowieso erstmal andere Sachen vorrangig haben, ne? Genau, sind mehrere Sachen. Auch die Bäume. Ein bisschen Kot. Ein bisschen Kot. Die Bäumchen sind wieder schön ein bisschen gewachsen, ne? Ja? Ja. Sehr schön. Sieht schön aus, so mit den grünen Blättern. Warte mal, hier hast du noch das Dosenzeug reingepackt. Das hole ich mal fix raus. Wasser. Die Blechdose werde ich mal gleich zerlegen. Die brauche ich nämlich. So. Wasser packe ich mal da rein. Wir haben schon 20 Knete. Schön. Ja, ich finde es auch gut. Da sind die Lerngläser, das ist sehr gut. Ja, dann packe ich schon mal Fleisch rein. Du hast Lammration gefunden. Ja, ich habe einiges gefunden. Warte mal, Leder und Stoff habe ich noch. Waffenteile hast du ja hier unten. Die habe ich erstmal mit in die andere Kiste gegenüber, in diese Prüllkisten mit reingemacht. Okay. Ach so. So mal. Okay. Haben wir schon Kisten für Munition und Waffen? Ich habe eine Kiste hier, guck mal. Wo? Okay. Da können wir das gerne reinmachen.
Das ist sehr gut. Da kommt ein Schild rein. Piu, piu. Mir war gerade so, als ob ich Alma gehört habe. Ich kann mir nicht helfen. Okay. Alma? Nee, bist du da? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, besser ist das auch. So, dann haben wir. Du weißt, Alma ist nicht nett. Doch, auf ihre Weise. Ja, Alma ist eine sehr merkwürdige Person. So, also Munition habe ich jetzt schon mal da rein gepackt. Wir können ja jetzt auch Pfeile herstellen wieder. Ja. Ach so. Steine reichen nicht, deswegen. So, ich werde mal noch ein paar Schilder machen, schnell. Ja, die gute Alma. So, dann wollen wir mal gucken. Das. Alte Couch. Das Waffenteil, Das auch. Können wir vernichten. Schild, kaltes Bier. Altes Bier. Das können wir ja an den Schrank machen, wo das Bier drin ist. Ja, warum nicht? Okay. Schön, eigentlich. So. Okay. Dann brauchen wir jetzt nur hier. Zack. Okay. So, da haben wir schon mal ein Schild. Eingeschmolzen mit Lehm und Eisen. Okay. Ja, ich denke, den Rest können wir auch morgen noch machen. Wo bist du gerade? Achso. Okay. Gut, Hanni, wie sieht's aus? Schon so weit abgelegt. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir das für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Wenn ihr Lust habt, seid einfach morgen wieder dabei. Ab 20.15 Uhr sogar. Wir wünschen einfach mal eine gute Nacht. Gute Nacht. Auf Wiedersehen.